Das kann nur Jeff sein, natürlich. Hört man doch. Alto, spielst du mit? Oh mein Gott, ich muss erstmal den Fullscreen rausmachen, sonst läuft hier gar nichts. Jetzt muss ich warten, bis ich im Menü bin. Halt Enter und ihr dürft etwas sehen. Ich setze mal das Fenster neu, so dass ihr keine nervigen Ränder habt. Das ist ja ekelhaft. Ich suche meinen Server raus. Ich sehe gerade der Bildschirm AIDS drum, weil Media Player offen ist. So. Ich habe keine Lust auf den Nachtserver. Gehen wir auf EU. Ich guck mal. EU666. Kann sein, dass da Nacht ist. Weil da sind ziemlich wenig drauf. Connecting failed. Okay, dann gehen wir wohl doch auf einen anderen. Das ist EU777. Von dem halte ich mal Abstand. Als ob ich auf dem französischen Server gehe. EU1, nein, ist es EU1? Ja, ich gehe auf EU1. Joining Game. Wow, Version 1.7, ja. Wieso hast du die nicht? Nee, ich sehe dich. Ja, das ist wahr, da hast du recht. Das ist schon aufgefallen. Ich hoffe mal, auf den Server kommt man ohne Probleme. Das dauert mir schon zu lange hier. Gluck, 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 gluck. Nein, ich trinke nicht. Komm, noch schneller. Receiving Data. Komm, back nicht rum, lass mich zocken. Wo bin ich nochmal? EU1. Spielt eine AI mit? Wir hatten bitte einen Computer auf den Server gepackt. Ich glaub's nicht. Lass mich suchten. Ich habe seit gestern kein Days mehr gespielt. Das ist es, was ich sag. Wer oft zuguckt, kriegt Mod-Status. Und da sieht man, wer die guten Zuschauer sind hier. Jetzt mach hinne. Ich glaube, das mit dem Server wird nichts. Receiving Data dauert zu lange. Ich suche schon mal nach einem anderen. Hab ich was? Ja, ich habe schon suchen gedrückt, der hat die nur noch nicht richtig geordnet. EU. EU23 bin ich oft, aber der hat wenig Slots frei. Hier auf EU23.
Naja, maximum players has been reached. Ich gehe auf EU24. Er ist auch schon voll. Scheiße. EU28, das ist zwar für wenig Leute, aber ist okay. Voll, ne, ich gehe raus. Das Creating. Wer weiß, wann der den Server wirklich startet. EU19. Das geht flott diesmal. Offline weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin überfragt. Ich werde aber die Musik jetzt mal so voll aufmachen. Pausieren wohl eher. Denn ich habe gern Ruhe beim Spielen. Obwohl, ich glaube, das wird nichts. Das ist schon zu lange auf Loading. Manche Server haben derzeit irgendwie einen Bug, dass die einen nicht loaden lassen. Und dann hilft nur noch Alt F4. Der hat zwar schön schnell geladen und Data gesendet, aber dafür kackt er bei der Charakterübertragung ab. Das Schlimme ist, hier kann man mit Escape nicht raus. Das heißt, einmal Days neu starten. Voll, ich habe den Ordner geschlossen, wo Days drin war. Steam Apps Common Version Arrowhead Launch Beta. Hat er das Bulletin gar nicht gepostet? Was ist da? Feed. Ich habe eigentlich ein Bulletin rausgehauen, aber er hat es nicht gesendet. Jetzt habe ich es gesendet. Multiplayer. Wah! Ich bin auf Singleplayer gegangen. Scheiße. Multiplayer. Jetzt, wenn ich auf Singleplayer war, hat er mir bestimmt die Expansion rausgehauen. Ja, hat er. Yes, we start. Ob er noch alles drin hat jetzt wieder. Mach Henna, ich will spielen. Multiplayer. U25 sieht gar nicht so schlecht aus, also vom Ping her. Ist aber, der verweigert mir das Verbinden. Wieso verweigert er das? Was stand da? Bad Version. Ich habe 1.7, du Esel. Ich suche mal nach dem besten Ping einfach. EU666, der ging eben nicht, der war voll. Boards IE. Was ist ein Boards IE? Ich gehe einfach mal drauf. Boards IE. Guck mal, dass ich ein bisschen lauter mache.
Saints Row ist jetzt überhaupt nicht mein Ding. Für 10,19 € kannst du dir ein Stück Kuchen bei der Deutschen Bahn holen. Hast du eine Karte von dem Spiel? Ja, habe ich. Ich werde aber gucken, dass ich nahe Tschernogorsk spawne. Elektro nehme ich auch noch an. Das ist so die Gegend, wo ich mich jetzt ein bisschen auskenne und da würde ich auch versuchen, mich erstmal so ein bisschen ranzutasten, ob ich da überleben kann. Ich spiele übrigens inzwischen Third Person mit Zoom Out. Ja, gibt es. Ist aber von Server zu Server anders, ob die enabled sind. Die muss man sich aber dann erst zusammenbauen, beziehungsweise erstmal Autowracks finden und die dann mit Teilen ausstatten, die kaputt sind. Ist halt wirklich eine Simulation und eine verdammt gute. Und das erst in der Alpha. Weiß ich noch nicht. Arma 3 an sich lockt mich jetzt nicht wirklich. Okay, ich glaube, der Server ist shit. Ich gebe ihm aber noch eine Chance. Ich höre mal den Stream, wie ich mich anhöre. Ich gebe ihm aber noch eine Chance. Na, ja, ist okay. Ach, meine Fresse. Alto, ich verlasse den Server, der ist mir zu behindert. Ich habe schon einen Server gehabt, da ging das ratzfatz, deswegen. DE2 ist leider locked. UK. Nee, ist voll. Wieso haben die denn alle so ein Bad Ping? Ah, jetzt habe ich neue. Jetzt hat er richtig geordnet. DE6 lockt, schade. Down. Ich war gestern auf dem NL-Server, der war richtig nice. 55 DE4, hoffen was. Ich laufe mal mit 3 bis 4 Mann rum, du bist so schnell tot. Es ist schon geil, wenn man eine Gruppe hat, aber eine Gruppe wird viel, viel leichter gesehen. Haben Uli, Lambert und ich gestern leider erleben müssen, auch wo ich schon mit Uli und Emme gespielt habe. Das war vorgestern oder vor 3 Tagen. DE4, glaube ich. Ich frage gleich mal, wenn ich auf dem Server bin. Ich muss erstmal drauf kommen. Ich fand das gestern so gut. Wir standen halt bei Pigorotka mit Uli, Lambert und mir am Leuchtturm. Haben uns dort erstmal getroffen, weil Lambert zu blöd war, uns zu finden. Wir haben uns gedacht, den Leuchtturm sieht er. Sind dahin, haben auf ihn gewartet. Und währenddessen kam so ein anderer Typ und der war schon voll nah. Wir wollten ihn eigentlich erschießen, haben nur auf eine bessere Position gewartet, dass er ein bisschen näher kommt. Und dann hat er uns wohl bemerkt und ist so schnell wie es ging von uns weggesprintet, weil er genau wusste, er hat keine Chance.